So, meine Damen und Herren, da kommen wir in der Zeitachse 2019 bis 2020, ja, zum letzten Match des Showcases. Denn, ja, ihr seht ja in der Zeitliste, es sind drei Matches. Es ist aber das letzte Match in der Zeitachse 2019 bis 2020, denn das nächste Match ist ein Bonus-Match. Und dieses Bonus-Match, was danach kommt, könnt ihr erst nur spielen, wenn ihr alles davor an Matchbelohnung und Belohnung für Ziele freigeschaltet habt. Ihr könnt das nicht spielen, deswegen wäre dies hier, was ich auch jetzt so im Video benenne, als letztes Match des offiziellen Showcase-Matches in der Zeitachse 2019 bis 2020 bei Monday Night Raw Rey Mysterio vs. Grand Metalik. Die Meister des Lucha Libre in einem spektakulären Duell bei Raw. Matchbelohnung 1 und Belohnungsfrist Ziel 2. Throughout my career, I've competed against the best luchadors on the planet, and I own victories over them all. The greatest masked superstar in WWE history. The chance to take on another Lucha Libre master in Gran Metalik was something that got me very excited. Competing against another luchador, it motivates me. It inspires me to learn from the new generation, and I have something to teach them as well. This guy right here, Gran Metalik, at one time, was watching me on TV and said, I want to do that. And look at him now, one of the best. He's the king of the ropes. Metalik loves to fly. It's a different style of high flying. It's a different control. This generation has something new under their sleeve. You have to respect that. The heritage and culture of Lucha Libre in great hands here. When I had the opportunity to face Gran Metalik, I knew these were deep roots. We were going back to where I began. I was so excited to give the WWE Universe a taste of true lucha libre and knew this was a dream match that they couldn't afford to miss. Das letzte Match des Showcases. Zeit für Lucha Libre. Dominik Grammontag mit einem Block-Kombo. Viele wollen mal sehen, ob er ein leichter Kombo umringen abwehren kann. From the second he grabbed me, like, wow, okay. I knew at the beginning of this that he was gonna bring a fight, but he really brought the fight. Ich hab doch gerade ein. Achso, neben dem Ring, okay. Da kommt der spannende Kreis.
And that rana, man, I don't remember even being knocked out so hard off a rana. Normally it's me giving them, not taking them. I still had the fight within me, kicked out at two, but I had to stay sharp if I wanted to leave with my hand raised. Gran Metalik wasn't letting up. Oof. Now this, of course, just makes it much sweeter. Matchup geschossen. Gran Metalik hat sein Bestes gegeben, aber du hast ihm trotzdem eine Lektion in Sachen Lucha Libre erteilt. Belohnung, freigeschaltet Warrena, freigeschaltet Gran Metalik mit Outfit, freigeschaltet Gran Metalik mit Kostüm. Und jetzt sehen wir, wie können wir noch X Showcase Mut zurückgehen. So. Jetzt kommt's. Wenn ihr jetzt alle Matches durchgespielt habt, alle Matches habt ihr gewonnen und das eine Match gegen Taker verloren, das ist normal, aber ihr habt alle Matches abgeschlossen, alle Matchbelohnungen und alle Bonusziele erfüllt bekommen, solltet ihr dieses Bild bekommen von wegen Showcase Bonus Match freigeschaltet. Ziel abgeschlossen, unglaublich, du hast nicht nur gegen einige der größten Superstars der WWE gewonnen, sondern auch alle Ziele abgeschlossen und das Bonus-Match freizuschalten. Dafür hast du dir höchsten West Coast Respekt von uns verdient. Kehre zum Titelmenü zurück und schau es dir an. So, meine Damen und Herren, und an dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich fürs Zugucken beim zweiten Match und dem letzten Match dieser Zeitachse 2019 bis 2020, denn wenn wir uns im nächsten Video uns an dieser Stelle wiedersehen, sind wir natürlich im dritten und letzten Match dieser Zeitachse 2019 bis 2020, allerdings mit dem Bonus-Match.